Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lass uns was zusammen kreieren. Und zwar habe ich beim perfekten Dinner 2018 den Lemon Cheesecake gemacht. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden unsere wahre Freude daran haben. Lass uns einfach mal loslegen. Ich würde gerne euch das Ganze jetzt einmal kurz vorstellen und trennen, weil wir haben einmal den Boden, den wir machen. Der besteht aus Butterkekse, die wir zerbröseln, und Butter. Dann haben wir Magerquark, damit wir das Topping drauf kriegen, den Lemon Cheesecake. Dann haben wir Mascarpone. Wir haben Sahne für die Hüfte und für den Geschmack. Und damit das Ganze auch etwas länger auf der Hüfte bleibt, nehmen wir gerne mal Puderzucker dazu. Wir haben als Bindemittel, nehme ich gerne Johannesbrotkernmehl. Ist vegan und von daher für jeden verträglich. Und etwas Matcha-Tee ist schwer immer zu bekommen, ich weiß es, aber ist es für die Färbung recht wichtig. Und was soll ich sagen? Es ist ein Lemon Cheesecake, wir brauchen auch die Lemon. Als Abrieb und auch als Saft gleich dazu. Zuerst nehme ich die Butter und die packen wir in den Topf, damit sie erhitzt werden kann. Und schon läuft die Sache. Ich bin natürlich wieder einfach gestrickt. Sie müssen zerbröselt werden. Ich mache das gerne in der Tüte. Können Sie mir nicht weglaufen. Das wird unser Boden jetzt für den Lemon Cheesecake. Fertig. Die Butter schmilzt, das läuft langsam. Sobald jetzt dann alles flach ist, machen wir den Brösel da rein. Es gibt natürlich Servierringe, die man sich kaufen kann. Die haben auch einen richtigen Stempel, um das Ganze rein und raus zu drücken. Man kann es aber auch in Eigeninitiative, man sieht hier, irgendwelche Plastiksachen kaputt sägen und dafür nutzen. Dazu nehme ich dann ein Glas und drücke die Masse gleich fest. Hierfür habe ich jetzt hier unten Backpapier drunter gemacht mit einem Gummiring, damit ich den Boden gleich für den Lemon Cheesecake schön da reinpressen kann. Ich nehme die Brösel, stelle die Hitze ab und jetzt lasse ich die Brösel in die weiche Butter reinbröseln. Jetzt mische ich das Ganze durch. Das ist jetzt wichtig. So. Jetzt sind die Butterkekse in die Butter. Hört sich natürlich schön an. Butterkekse, Butter. Und jetzt müssen wir die als Boden in unsere Form pressen. Dass da ungefähr ein 1 cm dicker Boden entsteht. Jetzt stelle ich die einzelnen Böden in den Kühlschrank. Das ist ein Zessenreißer. Man sieht, dass man die schön runterreißen kann. Ich kann sie gleich noch ein bisschen kürzer machen mit dem Messer. Einfach mal kurz durchschneiden. In dieser Schale steckt viel mehr Geschmack drin, als wenn ihr den Saft nehmt. Ihr werdet es immer merken, wenn ihr die Zesten reinmacht. Das ist der Hammer. Wenn ihr zu viele habt von den Zesten, ihr könnt sie gerne einfrieren. Die könnt ihr jederzeit wieder rausholen und wieder benutzen. Das funktioniert hervorragend. Ich friere alles ein. Petersilie, Schnittlauch,
die Zesten, die kann man zu so einem richtig schönen Frühstück immer mal benutzen. Die bleiben richtig gut. Ich schneide die Zesten jetzt ein bisschen kleiner. Immer schön auf eure Finger aufpassen. Jetzt schneide ich die Limetten durch, damit ich gleich den Saft habe davon. Und schon haben wir das soweit vorbereitet. Lasse ich den Saft aus, damit wir gleich anfangen können, die Füllung zu machen für den Lemon Cheesecake. Ihr wisst, was ich mit dem Rest mache von der Limette. Ich lege sie in den Geschirrspüler. Der riecht also echt schön frisch. Jetzt haben wir sie ausgepresst. Jetzt können wir anfangen, das Ganze zusammenzumischen. Als erstes den Magerquark. Jetzt nehmen wir die Mascarpone dazu. Was sinnvoll ist, wenn wir den Puderzucker da reinsieben, damit er auch schön fein ist. Bloß keine Klumpen. Ich mische jetzt einmal die Mascarpone mit dem Magerquark und dem Puderzucker. Dann kommen 3 Löffel von dem Limettensaft. Dann nehmen wir was von dem Abrieb dazu. Ich würde ein bisschen überlassen für die Deko nachher. Jetzt kommt der Matcha-Tee dazu für die grüne Färbung. Und zur Bindung Johannisbrotbaumkernmehl, glaube ich. Ja, ich glaube, das war richtig, Hardy. Irgendwie so war das. Ja. Das verrühre ich jetzt schon mal ein wenig. Und ihr seht, wie schön das wird. Erkennt ihr die grüne Farbe? Sie kommt durch. Jetzt schlage ich Sahne auf, weil wir wollen ja schön Sahne unterheben. Das soll ja leicht werden. So, ich meine, dass es genug ist. Das heben wir jetzt in unserer Masse unter. Man nennt das so schön unterheben. Ich versuche das einfach nur da rein zu mischen. Und man sieht, wie sämig und cremig das jetzt schon wird. Ich gehe jetzt einmal noch kurz mit dem Mixer durch, ganz langsam. Jetzt hole ich die Formen wieder aus dem Kühlschrank. Die haben ja in der Zwischenzeit im Kühlschrank geparkt. Und die fülle ich jetzt mit der Masse auf. Und hoffe natürlich, dass durch das Bindemittel es so weit anzieht, dass sie nachher von alleine stehen. Und die stellen wir jetzt in den Kühlschrank und warten 4 Stunden. So, 4 Stunden sind rum. Ich habe es aus dem Kühlschrank geholt. Und ich werde sie jetzt anrichten. Das heißt, einmal nehme ich den Boden darunter weg. Dann setze ich das hier hin. Ich schneide einmal vorsichtig um zu. Und schuppdiwupp habe ich einen Kuchen. Saatchen mache ich jetzt klein, die Kerne. So, und dann können wir anfangen. So, dann packen wir einmal aus dem eigenen Garten die richtig schöne Erdbeere da drauf. Dann kommen die Pistazienstücke schön drum zu.
Dann nehme ich die Zitronenzesten, dass der Teller auch einigermaßen schön wird. Und dann habe ich hier meinen Tee. Einen Augenblick, Malve-Tee und eine nicht benutzte Damenstrumpfhose. Da fülle ich jetzt den Tee ein und versuche ihn so fein wie es geht durch die Strumpfhose auf dem Teller zu verteilen. Ist ein bisschen schwierig, aber da haben viele schon drüber gelacht, auch beim perfekten Dinner. So, dekoriert ist er. Ich weiß, dass er lecker ist. Ich habe immer nur sehr positive Resonanz bekommen. Macht ihn nach, schreibt uns, ob es geklappt hat, schickt uns Bilder, gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, bis dann! Ja, wird wohl nichts mehr mit dem Schluss drehen, würde ich sagen. Was? Wir haben einen kleinen Gast bekommen. Ja. Eine der beiden kleinen Nervensägen. Ich möchte gucken, was wir hier so treiben in der Küche. Da wir jetzt fertig sind, kann ich sie auch auf den Arm nehmen. Ist die ganze Zeit am Miauen. Ja, will raus, will was zu fressen haben, da gibt's immer was.